Hey Bitches, willkommen zu diesem Video. Das hier wird ein What's in my Bag Video. Als ich mein Handtaschen-Haul oder so gezeigt habe, halt meine Handtaschensammlung, haben mich viele gefragt, ob ich zu der Speedy 40 Mon Monogram ein What's in my Bag drehen könnte. Und das werde ich jetzt auch machen. So Leute, und hier ist die gute Tasche auch schon mal. Das hier ist sie, meine Speedy 40 Mon Monogram mit Schulterriemen natürlich. Also ich habe das teuerste Modell, was man aus einer Speedy machen kann. Es gibt ja Speedy 20, 30, 40 so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ich habe mir auf jeden Fall die größte Größe gekauft, da kleine Handtaschen komisch an mir aussehen. Und ja, das ist meine erste Designer-Handbag neben den ganzen Paris Hilton Handtaschen. Und ja, also das hier ist meine erste wirkliche Designer-Marke. Und ja, da wollte ich sie halt auf jeden Fall personalisiert haben. Also das sind meine Initialen. Ich heiße nicht wirklich Johnny Hillon, aber ich möchte gerne so genannt werden. Wegen, you know, die Privatsphäre und so, ne? Auf jeden Fall, ich liebe diese Tasche. Also ich habe die auf louisvuitton.com oder .de zusammengestellt und trage sie seitdem sehr, sehr gerne. Ich habe sie jetzt seit 2 Jahren, das sieht man eigentlich auch an dem Leder, wie sich das verfärbt hat. Daran erkennt man auch übrigens eine echte Handtasche, also eine echte Louis, wenn sich das Leder verfärbt. Ich meine, wenn ihr eine Freundin habt, die sagt, oh mein Gott, meine Louis ist echt und was auch immer, aber sie hat immer noch so helles Leder. Honey, nein. Bitch, bye. Einfach bye. Weil das ist keine echte dann. Okay? Ist keine echte. Also, das hier wird jetzt kein Video, wie man eine echte Louis Vuitton erkennt. Wenn ihr gerne möchtet, dass ich sowas drehe, kann ich das gerne machen, weil ich kann mit nur einem Auge auf eine Louis gucken und weiß, ob sie echt ist oder nicht. So wie bei dieser. Wenn ihr so ein Video gerne sehen möchtet, schreibt mir das auf Snapchat oder hier in die Kommentare. Auf Snapchat heiße ich Johnny Hillon. So, ja, das waren jetzt so die Infos über diese Tasche. Dazu habe ich sie noch personalisiert, weil ich sie nie im Leben verkaufen möchte und auch keine Chance dazu habe. Denn die Chance steht, glaube ich, bei 1%, dass irgendjemand die gleichen Initialien hat und die gleiche Farbwahl haben möchte, so wie ich. Also, ja. Auf jeden Fall geht es jetzt mit der Review los. Diese Tasche hat übrigens 1.400 ungefähr gekostet. Ja, und wenn ihr noch mehr Interesse habt an meinen ganzen anderen Handtaschen, die ich habe, dann guckt euch meine Handtaschensammlung an. So, wir machen die Handtasche jetzt mal auf. Daran erkennt man zum Beispiel auch eine echte Louis, ob der Reißverschluss sehr gut aufgeht, so wie bei der. Und dann fange ich gleich mal sofort mit diesem kleinen Fach hier an. In diesem kleinen Fach ist einmal ein Lip Liner. Diesen Lip Liner trage ich hier zum Beispiel gerade. Der ist von Essence, das ist der Stay 6 Hours True Lip Liner in Waterproof. In der Farbe 02 Brick Lane. Dann ist hier noch der passende Liquid Lipstick bzw. Gloss dazu da, und zwar der Pure Pigments Lip Lack von Catrice in der Farbe 010 Salted Caramel. Und ich liebe diese Farbe und diese Kombi ist einfach perfekt zusammen. Die ist perfekt, ich liebe es. Dazu, da Sommer ist, habe ich da noch diese Antiallergiker, einmal die Augentropfen, einmal Nasenspray, damit ich klar atmen kann und meine Augen nicht die ganze Zeit jucken wegen den ganzen Pollen und so weiter. Dann ist da noch eine meine Lieblingsmascara drin, und zwar die Get Big Lashes Volume Boost in Waterproof. Ihr merkt schon, ich liebe Waterproof, weil ihr wisst, mein Auge tränt immer leider. Dann ist da noch ein Highlighter-Pinsel da drin für mein Highlighter. Und der ist natürlich auch in meiner Tasche, und zwar der Revolution Skin Kiss Highlighter mit dem Pinsel da. Wenn ich manchmal unterwegs bin, dann ist da ein
Riesenspiegel drin und eine Riesenpalette Highlighter und dazu ist natürlich der Pinsel da. Und dann, wenn die Sonne schön scheint, dann strobe ich mich ein bisschen oder gucke mich halt im Spiegel an. Deswegen habe ich beides da drin. Dann habe ich da noch mein absolutes Lieblings-Contouring-Puder dabei. Und zwar von Sleek in der Farbe Light 884. Das ist so ein Contouring-Duo. Da ist eine Contouring-Farbe drin und eine Highlighter-Farbe. Die Highlighter-Farbe mag ich aber nicht, aber das Contouring liebe ich. Und das hier ist der Pinsel dazu, den ich sehr, sehr doll liebe. Das hier hat mir meine Freundin mitgebracht. Dieser Pinsel hat 3 Euro bei TK Maxx oder so gekostet und ich liebe ihn und benutze keinen anderen, um mich zu konturieren, weil dieser Pinsel ist einfach der beste. Ich habe keine Ahnung, von welcher Marke der ist, da das auch schon abgegangen ist, aber der ist perfekt. Und da ich Abwechslung gerne mag bei meinen Lippen, habe ich natürlich auch einen matten Lippenstift da drin und zwar der von Essence Matt 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 in der Farbe 01. Dieser Lippenstift ist einfach so toll. Ich liebe den und er riecht so gut. Oh, ich liebe das so, so sehr. Ich liebe den. Ich liebe ihn. Dann, was da natürlich auch drin liegt, ist mein Portemonnaie. Mein Portemonnaie ist nicht von Louis Vuitton, man könnte es denken, da es das Muster hat. Aber es ist von Paris Hilton. Paris Hilton ist so eine kleine Copycat, würde ich mal sagen, bei diesem hier. Es ist echtes Leder, genauso wie bei der Handtasche. Aber dieses Portemonnaie liebe ich und ich habe es auch schon so lange. Es war auch mega teuer, um ehrlich zu sein. Also ich habe richtig gespart dafür, weil das hat 140 Euro gekostet. Und dann dachte ich so, huh, honey, 140 für ein Portemonnaie. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich trage es seit dem Tag an. Hatte nie ein anderes. Ich hatte schon eins von Louis Vuitton für eine kleine Zeit lang, aber das war auch mega klein und das war nichts für mich, weil ich brauche diese großen Portemonnaies, da ich sehr, sehr viel Portemonnaiezeug mit mir rumtragen muss. Weiter geht's mit einem Parfüm, das ich eigentlich immer so ein Go-To-Parfüm habe. Und zwar das hier. Das ist von Paris Hilton. Das ist das Classic Paris Hilton Parfüm. Ach, und es riecht einfach mega geil. Es riecht mega geil. Ich liebe das einfach so sehr und es sieht einfach aus wie meine Seele und wie mein Highlighter. Oh, seht ihr die Überbelichtung? Ja, gönnt euch. Also das hier ist wirklich mein Lieblingsparfüm. Ich liebe das. Es riecht gut und es sieht einfach so schön aus. Dann habe ich noch in meiner Tasche Volvic Wasser. Ich habe immer Volvic Wasser mit mir, weil das ist einfach das beste Wasser und ich liebe dieses Wasser am allermeisten. Es ist einfach so. Es schmeckt so toll, also ich liebe dieses Wasser. Weiter geht's mit meinem Deo. Fürs Deo benutze ich das von Balea, dieses Extra Dry, Almost Like Your Vagina. Das hier riecht wirklich geil und es hält, was es verspricht. Also es ist wirklich Extra Dry. Ich habe davon noch ein Deo und zwar dieses hier. Also das hier schmiert man sich so in der Nacht drauf, bevor man schlafen geht ungefähr. Und das hier so am Tag, also so, wenn man so gerade auf dem Go-To ist oder es gerade total sonnig ist und man so ein bisschen nachsprühen muss. Dann geht's weiter mit meinen Tabletten. Das hier sind meine Vitamintabletten, die nehme ich auch jeden Tag eine. Und Omega-3-Tabletten. Und normalerweise habe ich auch Schmerzmittel dabei, so Kopfschmerztabletten und so sollte man immer dabei haben. Aber die habe ich gerade nicht in dieser Tasche, da ich wieder welche kaufen gehen muss. Dann habe ich hier noch meine Nivea-Creme. Auf diese Creme schwöre ich. Ich benutze diese Creme als alles. Wirklich. Also als Primer, Labello und sonst alles trockene Stellen, wenn Stellen da sind, die beruhigt werden müssen. Bei was weiß ich für Aktivitäten. Liebe ich diese Creme hier, die ist einfach so toll, dass die Nivea Care Sensitive mit Aloe Vera unbedingt diese kaufen, weil die ist so toll, ich liebe sie. Als nächstes habe ich hier Kaugummis, das ist nichts Besonderes, da liebe ich Extra Professional in Apple. Dann noch meine Schlüssel, da habe ich übrigens so einen richtig süßen Anhänger, so von Maybelline, der war in meinem Kalender drin mit so einem Lipstick und so einen Adidas. Pass, I don't know, aber ich habe den da schon eine Zeit lang dran. Ich liebe den auch total, also das ist mein Schlüsselbund. Dann habe ich noch in meiner Handtasche eine Pink Metallic Powerbank, weil ich bin 24/7 am Handy. Das merkt ihr, wenn ihr mir auf Snapchat folgt. Und da brauche ich natürlich auch eine Powerbank. Als nächstes habe ich noch ein Labello.
Den Labello habe ich, weil wenn ich nur so richtig natural aussehen möchte, wirklich nur Labello tragen möchte, aber trotzdem ein bisschen Gloss haben möchte, dann nehme ich den hier und nicht die Creme. Dann, was ich ja schon in meinem Handtaschenvideo erklärt habe, habe ich Strohhalme. Immer wenn ich im Burger King bin, lasse ich Strohhalme mitgehen, weil ich immer Strohhalme brauche, weil ich so gut wie immer Lippenstift trage. Also ich möchte nicht, dass mein Lippenstift an der Dose oder so hängt oder am Glas. Deswegen habe ich immer Strohhalme dabei. Dann habe ich immer noch ein Ersatzhandy dabei oder zwei und ein Tablet. In dem Fall ist jetzt das iPhone hier. Normalerweise habe ich das Handy, mit dem ich filme, das iPhone SE. Aber damit muss ich jetzt filmen, da mein Note 8 kaputt gegangen ist. Beziehungsweise das Display kaputt ist. Dann, meine lieben Leute, habe ich was Lebenswichtiges da drin. Pfefferspray. Unterschätzt das nicht und legt es nicht, also legt es wirklich nicht in eure Handtasche rein, um ehrlich zu sein, legt es in eure Jackentasche rein. Ich habe es jetzt aber trotzdem in meine Handtasche reingelegt, ich habe es aber aus meiner Jackentasche rausgeholt. Ihr wisst nie, was passiert, um welche Zeit oder sonst was, wann ihr draußen seid, wenn ihr aus dem Club geht, gerade eine rauchen seid, keine Ahnung, aber Leute, immer Pfefferspray dabei haben und habt es nicht in der Handtasche. Weil wenn ihr die Handtasche um euer Handgelenk habt, wenn ihr die so habt und das Pfefferspray da drin ist und diese ganzen Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, da drin sind und ihr die Tasche habt und da rumgeht und das erstmal sucht, Leute, ihr findet das nicht und dann kriegt ihr euch schon, okay? Also immer Pfefferspray in der Jackentasche haben, bitte. Danke sehr. Dann habe ich natürlich noch Kopfhörer, in dem Fall meine AirPods. Von Apple, ich liebe die so sehr. Ich hoffe, mein iPhone switcht jetzt nicht so um. Ja, aber die sind wirklich great und ich liebe die so doll. Und das war's eigentlich. Also mehr ist gar nicht in meiner Tasche drin. Sie ist jetzt auch sozusagen leer. Also ich habe jetzt noch die AirPods da reingeworfen, mein Handy und ja, dann hängt die halt leider so. Aber wenn man da ganz viel drin ist, dann geht's eigentlich. Ja. Und das hier war, was in meiner Handtasche drin ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ein Like und ein Kommentar würden mich auch sehr freuen. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren auf Snapchat, Instagram und hier. Ich heiße überall Johnny Hillon und wir sehen uns dann da. Danke sehr.